Genau, Kälte und Spannung, also das oben und unten war nicht richtig in Verbindung. Man spricht von Herz- und Nierenachse. Also auf der Zunge, wenn ich die Zunge rausstrecke, dann ist die Zungenspitze das Herz. Und die Wurzel der Zunge sind die Nieren. Ja? Und wenn diese Ebene keine gute Verbindung mehr hat von oben und unten, ist der Geist unruhig. Die Nieren werden immer schwächer, können sozusagen den Geist nicht mehr tragen, nicht mehr krass verwurzeln. Und ich kenne mich nicht aus, ich weiß nicht, was los ist. Ja? Also so in die schnell gesagt. Man hat auch bei den Zungenrändern oder in der ja, Rändern bzw. zum Magenzirbel eine Spannung gesehen von Leber und Gallenblasen, was auch auf den Magen gegangen ist. Also auch die Mitte war gestört sozusagen. Ich habe damals schon gedacht, dass ich vielleicht sogar Problematik hat mit Abnehmen, dass sie unter Anführungszeichen zunimmt. Ja, war so die Idee. Da habe ich dich auch gefragt. Habe ich ja 2 Kilo, also wirklich nur beim Bauch zugenommen davor. Ja, genau. Also selbst da sieht man das, hey, da muss schon was sein, weil das Qi, die Energie, sich staut in der Mitte. Und das, ich habe nicht gewusst, wie lange du das schon hast zuerst. Ja. Da habe ich gefragt, hast du schon Probleme oder nicht? Aber es ist ein Anzeichen dafür. Wenn das schon länger wäre, dann kriegt man wirklich Problematik sozusagen mit dem Gewicht. Oder man geht aus der Mitte und da kommen einige Pfunde mehr auf die Hüfte. Und genau. Ja. Also da ist wirklich zu schauen, was ist die Ursache. Bei Schlafproblemen hat es immer verschiedene Ursachen. Wenn jetzt zum Beispiel Nierenproblematik dabei ist, ja, ist Verwurzelung ein Problem. Ja, wie es in dem Fall. Unsicherheit, Angst. Ja. Es kann ein Spannungsaspekt dabei sein, hängt eher mit der Gallenblase zusammen. Es kann eine Leberproblematik dabei sein, was mit unruhigen Gefühlen dabei hängt. Ja. Leber, die Ebene, die Knesset sagen, das Hun, das Speicherorgan Leber, speichert auch Bilder der Seele. Da habe ich hingeschaut, das haben wir gelöst. Das war die Einbuchtung seitlich bei der Leber. Und so weiter. Also das heißt, wichtig ist immer zu erkennen, womit hängt die Schlafproblematik zusammen. Da gibt es 5 bis 6 bis 9 verschiedene Ansätze. Das ist wichtig zum Auserkitzeln. Das macht ein guter TCM-Spezialist, der auf der Körperebene arbeitet. Ich arbeite halt zusätzlich noch energetisch, beziehungsweise auf der Ebene der Seele. Das ist jetzt, was noch dazu kommt. Deshalb funktioniert es viel schneller, sage ich einmal so. Ja? Aber es ist auch wichtig, den Körper zu stabilisieren, die Feuchtigkeit auszukriegen, die Wärme wieder hinzugeben, das Leberblut stärken und so weiter. Also es sind mehrere Sachen, die man da macht, über Ernährung, über Kräuter, plus das Energetische. Ja? Also das Energetische, oder es ist sehr, sehr wichtig. Der Schlaf, sagt man auch, ist wie ein kleiner Tod. Ja? Es ist wieder wie Yin und Yang, das heißt, vom Alltagsbewusstsein gehe ich in das Unbewusste. Vom Tag in die Nacht. Vom Wachsein in den Tod. Ja? So, und was hat sie nicht schlafen lassen, diese Ebene des Unbewussten? Weil bewusst war ja nicht wirklich was da. Bewusst, es gibt ja oft einmal bewusste Sachen. Angenommen, mein Partner ist krank. Angenommen, ein Partner stirbt. Angenommen, ich weiß, nächsten Tag verliere ich meinen Job oder in 2 Wochen. Das lässt mich auch nicht schlafen. Also wie ich arbeite, ist auch, ich vertraue dem Moment. Das heißt, ganz wichtig ist immer dort abzuholen, wo ist der Schmerz. In dem Fall war jetzt der Schmerz nicht schlafen können. Man kann aber oft einmal auch nicht schlafen, weil man Burnout hat. Man kann aber oft einmal nicht schlafen, weil man wirklich Schmerzen hat, körperliche Schmerzen, Schmerzmittel nimmt oder was. Das heißt, ich muss immer schauen, was ist die Ursache, wo setze ich an. In dem Fall war es das Unbewusste. Also muss ich ins Unbewusste gehen und schauen, was ist da. Dort haben wir es gelöst und das war's. Ja? Also wenn jetzt mehr ein körperlicher Schmerz ist, würde ich auch schauen, wo kommt der her, energetisch oder über die Zunge und über den Puls. Gleichzeitig würde ich jetzt beim Knieschmerz zum Beispiel sagen, okay, rechter Kniesperre schon die Kälten, muss mit der rechten Nieren zusammenhängen oder mit der Versorgungsebene der Blasen, vielleicht hast du noch ein Bäckerzysten oder. Ja? Aber gleichzeitig spüre ich ja die Energie und gehe in die Auraschichten. Und in diesem Lösen der Auraschichten oder mit dem Klopfen der Angst oder nicht beugen wollen oder was auch immer, nehme ich den Druck raus und auf einmal geht es wieder. Geht oft sehr, sehr schnell. Das eine Bild ist das Bild der Zunge, das, was der Körper zeigt und gibt und wo man körperlich auch sozusagen reagieren soll. Ja? Und natürlich mit der Ernährung. Genau. Immer wieder auf das Bild der Zunge eingehen und schauen, wo ist die Problematik, wo ist die Schwäche, was kann ich in der Ernährung anders
tun oder verwenden. Suppenkochen zum Beispiel, was wir auch gesagt haben. Die chinesische Suppen gibt es zum Beispiel, die entfeuchtet und Leberblut aufbaut, die entspannt gleichzeitig. Ja. Ja. Und wenn man weiß, die kann man zum Beispiel vorkochen, die gibt man in einer Thermoskanne, die nimmt man zum Studieren oder in den Job mit, mache ich mir was Gutes. Ja. Vielleicht noch ein Schnittlauch dazu, um zu erwärmen oder mit Kümmel oder. Ja. Aber es klingt für mich sehr plausibel eigentlich, weil dieses Ohnmachtsthema im Alltag schon eine Rolle spielt, finde ich. Hin und wieder, dass man einfach in diese Passivität geht. Und hast du gemerkt, dass das jetzt noch immer so ist oder anders ist oder leichter ist oder du dich sicherer fühlst? Oder, also da wäre ich jetzt neugierig, was macht das mit der Seele? Ja. Also mir kommt vor, ich merke, also ich vertraue mehr darauf, dass ich einfach mehr Kraft geben muss und da gewisse Situationen dann bewusst oder aktiv verändern kann, wenn ich es mir einfach nur zutraue. Ah, okay. Dieses, ich glaube, es hat schon ein bisschen mehr Vertrauen in einen selbst. Okay, super. Ja. Okay. Ja. Also das heißt, das Zutrauen, das du noch eine Hilfe brauchen, dass wir das noch stärken können? Ja, auf alle Fälle, glaube ich schon. Okay, ja. Dafür einmal schauen, was da ist. Schauen wir mal. Genau, das geht, hängt eh noch mit dem Solarplexus-Zentrum zusammen. Genau. Machen wir gleich. Nehmen wir da noch einen Druck auf, als Hilfe. Ja. Genau. Sag, ich möchte zu mir stehen. Ich möchte zu mir stehen. Das ist mir ganz wichtig. Das ist mir ganz wichtig. Mein Frau sein ist mir ganz wichtig. Mein Frau sein ist mir ganz wichtig. Irgendein blöder Kerl kommt man nicht ins Haus. Irgendein blöder Kerl kommt man nicht ins Haus. Genau. Nur wenn ich ganz sicher bin. Nur wenn ich ganz sicher bin. Dann bin ich sicher, dann ist es gut. Dann bin ich sicher, dann ist es gut. Genau. Dann kann ich auch locker lassen. Dann kann ich auch locker lassen. Und sonst ist es gut, sozusagen ein bisschen in die Spannung zu gehen oder in die Kraft zu gehen. Und sonst ist es gut, abends in die Kraft zu gehen. Genau, weil dann schütze ich mich selber durch die Kraft. Und ich bin kein Opfer. Also wenn jetzt irgendein Täter kommen wird, merkt er, oh, die ist mir zu gefährlich oder die greife ich nicht an. Weißt du? Ja? Da bin ich kein Opfer, weil ich bin zu gefährlich. Genau. Ja, so, also du bist in der Kraft. Sag ich, ich bin in der Kraft. Ich bin in der Kraft. Genau. Und die Kraft brauche ich nicht hergeben. Den nehme ich zu mir. Meine Kraft nehme ich zu mir. Die gehört mir. Genau. Die gebe ich nicht mehr ab. Die gehört zu mir. Ja, meine Kraft ist ja meine Kraft. Ja, genau. Die gehört zu mir. Jetzt stell dir wirklich vor, wie sie jetzt so zu dir nimmst. Genau. Und stell dir echt vor, vielleicht gibt es da viele Leben oder mehrere Leben oder einfach, egal ob von dem Leben, von anderen Leben, deine Kraft ist deine Kraft und die möchtest einfach haben und da hast du ein Recht, deine Kraft zu nehmen. Nimmst eh keinen anderen das weg. Das ist einfach deine Kraft. Genau. Und ich spüre mal, wie es sich gut anfühlt, wenn du deine Kraft mit dir hast. Genau. Schön. Ja, genau. Wird warm das Herz. Oh. Genau. Ja, genau. Ja, schön. Fein. Super. Schön. Super. Fein. Ja. Jetzt haben wir kein Taschentuch, mit dem haben wir nicht geredet. Genau, na super, fein. Danke für deine Offenheit und für alles. Ja, danke für die Freundschaft. Ja.